Hallo Freunde des Sports, heute 1000 Meter Lauf. Die Sportabiturienten, die sich auf die Mittelstrecke spezialisiert haben, werden schon ahnen, um was es geht und wie schnell ich sein möchte. Ich versuche 3 Minuten zu unterbieten, das ist ein Durchschnittstempo von über 20 Stundenkilometer. Nach bayerischem Sportabiturplan gibt es ab etwa 3 Minuten 2,3 eine 1, 15 Punkte, also eine 1 plus. Auch in den anderen Bundesländern ist es ähnlich. Man braucht etwa 3 Minuten 2 bis 2 Minuten 3 Sekunden, um eine 1 zu halten. Und ich wage mich daran. Nguyen Yin hält den Weltrekord mit phänomenalen 2 Minuten 11,96. Das blende ich auch wie immer hier unten ein. Mal schauen, wie ich es schaffe, ob ich es schaffe und was draus wird. Packen wir's. Leider nicht geschafft. Wirklich ganz großen Respekt meinerseits an alle Sportler, die die 1000 Meter in unter 3 Minuten schaffen. Ich schaffe es leider nicht. Auch meine Trainingszeiten waren immer etwas über 3 Minuten. Meine Endzeit entspricht also ungefähr etwas über 3 Minuten 12. Aber ich nehme es sportlich. Leider nicht geschafft. Ich habe doch mal nachgeschaut. Meine Zeit entspricht etwa 18,75 Stundenkilometer, also knapp 19 Stundenkilometer im Durchschnitt. Und würde ungefähr
12 bis 13 Punkten entsprechend in Schulnoten ausgedrückt. Also immer noch eine ganz solide Leistung, eine 1 bis 2. Ich bin zwar nicht hundertprozentig zufrieden, aber ich nehme es, wie es kommt. Ich bleibe weiter dran und bis demnächst. Die nächste Challenge wartet bereits.